Herzlich willkommen, Tag 2. Ich freue mich, dass es so viele geschafft haben, um diese Uhrzeit zu kommen, bei dieser doch recht coolen Konferenz. Heute Morgen geht es hier in dieser Session um das Thema sichere Netzwerke mit PFNs. Vielleicht mal eine Frage zu Beginn. Wer hat zu Hause eine Nicht-Provider-Firewall stehen? Okay, der Rest hat TP-Link, Fritzbox, Speedport und so weiter. Okay? Wer von denen, die jetzt zu Hause noch die Provider-Software stehen haben, wer fühlt sich damit wohl? Die Provider-Hardware. Okay? Es haben, für die Zuschauer, es haben ungefähr 4 Leute sich gemeldet, der Rest scheint sich unwohl zu fühlen. Also, ich glaube, es liegt eher daran, dass sie noch nicht ganz wach sind. Also, was habe ich heute vor? Ich möchte euch motivieren, sich mit dem Thema Gedanken zu machen, sich hinter diese Provider bereitgestellte Firewall-Lösung etwas anderes zu stellen. Warum? Möchte ich gerne vorstellen, warum ich der Meinung bin, dass die Firewall-Lösungen sowohl für den so anspruchsvollen Konsumerbereich als auch für diesen kleinen Firmenbereich nicht mehr ausreichend sind. Ja, das ist so der Grundtenor von dem, was ich gerne machen würde, wenn ich kein Echo bekomme. Echo? Gut. Also, was kurz zu mir. Dann die Frage, warum soll ich überhaupt etwas Neues machen? Es ist doch alles cool, was ich habe. Ich habe gestern Fritzbox von Unity Media bekommen. Die hat zwar ein paar polnische Ports offen, die ich nicht verstehe, aber es funktioniert ja alles. Ja. Da mal kurz eine Motivation zu geben. Dann gucken wir uns mal an, was genau ist PFSense. Wir gucken uns an, ob es schwierig ist, damit anzufangen oder ob es einfach ist. Und ich habe einige Demos vorbereitet, das heißt Videos. Wir wollen also das meiste, was ich hier erzähle, auch live in Anführungsstrichen, in einem Videodemo uns mal anschauen, damit ihr seht, dass es nicht wehtut, dass es relativ einfach zu implementieren ist. Wir gucken uns komplexere Szenarien an. Wie kann ich VPNs aufbauen? Wie kann ich Netzwerksegmentierung bereitstellen? Wie kann ich DMZs aufbauen? Und solche Sachen. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal in der Zusammenfassung an. Das ist so der Plan. Okay? Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, unterbrecht mich einfach. Ab und zu werde ich an der einen oder anderen Stelle entscheiden, dass es zu weit führt. Aber ich versuche, das hier möglichst interaktiv zu halten. Also, was kurz zu mir. Ich bin kein Netzwerktechniker. Also hauptberuflich mache ich IT-Beratung im Vertrieb. Technisch orientiert, vertriebsorientiert im Bereich Collaboration Software. Hat also mit Netzwerken gar nichts zu tun. Ja? Zu diesem Thema PFSense Firewall bin ich im Prinzip privat dazu gekommen, weil ich das Ganze zu Hause, weil ich ein Homeoffice habe, weil ich eine Frau habe, die einen eigenen Shop betreibt, weil ich Kinder habe, weil ich Spaß habe mit der Technik. Und dann bin ich irgendwann mal dazu gekommen, dass ich halt irgendwann mal einige PCs hatte, ein paar Server, was man halt so hat. Ja, so 19 Zoll Rack mit ein paar Dingern drinne und Dingern halt. Ja. Und dann habe ich noch meine Telefonanlage auf Asterix umgestellt und ich mache ein bisschen IoT, also Internet of Unsecure Things und solche Sachen. Und irgendwann dachte ich mir, das wird mir alles zu schummrig, das alles in einem Netz zu haben. Ja. Also habe ich irgendwann mal mit VLAN angefangen, mit Netzwerksegmentierung. Dann bin ich umgezogen und im Rahmen des Umzuges wollte ich sicherstellen, dass ich keine Abbrüche in meinem Provider habe. Also habe ich in meiner neuen Wohnung schon mal einen neuen Provider reingetan, bevor ich da hingekommen bin. Und dann konnte ich schön sozusagen in dem neuen Haus einziehen. Da habe ich auf einmal Dual-WAN gehabt. Das wollte ich natürlich auch weiter nutzen. Ja, das heißt, zwei Auswahl, sozusagen zwei verschiedene Provider, sogar zwei verschiedene Kabel. Also nicht nur 1&1 und Telekom, ja, sondern Kabel und Telekom. Ich könnte ja auch noch was anderes dazu packen. Ja. Und ich finde sozusagen, das ist im Prinzip eine relativ normale Installation für einen kleinen mittelständischen Betrieb inzwischen. Ja. Also das heißt, die müssen auch in der Regel VPNs machen. Die wollen sicher sein, dass sie gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Und das kann ich mit einer normalen Hersteller-Provider-Firewall einfach nicht implementieren. Ja. Inzwischen bin ich auch von Netgate, das ist die Firma, die hinter dieser Open-Source-Software steht, PFSense steht, Authorized Partner, das heißt, ich kann auch Kunden beraten, das zu tun. Das mache ich jetzt nebenberuflich und das ist so mein Hintergrund. Ja, also ich komme nicht aus der Kabelecke, ja, ich komme auch nicht aus der IP-Layer-0-Ecke, sondern ich komme eigentlich von oben, also Power-Nutzer. Insofern möchte ich euch motivieren, das kriegt ihr alle hin. Ja, fangen wir mal mit der Motivation an. Warum überhaupt? Ja,
Mein Provider gibt mir eine Firewall. Ich bin jetzt vor kurzem bei diesem Kabelprovider auf den Business-Dingsbums gewechselt, habe eine super Fritzbox bekommen, ist auch ganz klasse. Gehe ich in die Einstellung rein, offene Ports, 80 irgendetwas, TR95 irgendetwas. Ich weiß ungefähr, was das heißt, da gab es mal was und so weiter, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass ich also von meinem Provider eine Software bekomme, wo er bestimmt, was in mein Netzwerk rein kann. Macht nicht jeden nervös, mich macht's nervös. Ja? Wenn man sich diesen Firewall-Markt anguckt, dann gibt es im Prinzip zwei verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja? Es gibt die Geschmacksrichtung richtig teuer, ja? Also in der Cisco Juniper-Klasse. Ja? Und es gibt die Geschmacksrichtung billig. Ja, also in der Regel sozusagen das, was mein Provider mir liefert. Ja? Und die machen auch genau das, was sie sind. Also es spricht nichts gegen diese Provider-Lösung. Also ich nenne jetzt einfach mal so eine TP-Link oder eine Fritzbox. Ich sage jetzt mal weiter Hansbox, okay? Damit ich jetzt nicht auf einem Hersteller rumreite. Also ich habe nichts gegen AVM, die machen super Sachen. Die sind auch echt cool, ja, für das, was sie tun sollen. Aber decken halt nicht den Anforderungen ab, von denen ich glaube, dass man sie heute im Wesentlichen hat. Ja? Also Hansbox als Synonym für Fritzboxen, TP-Links, Speedports und so weiter. Ja? Die sind in der Regel preiswert, meistens kriegt man sie kostenlos mit. Sie haben einen einfachen Funktionsumfang, der zugegebenermaßen immer weiter anwächst, ja, aber noch weit von den Unternehmenslösungen entfernt ist. Ja? Und man muss auch klar sagen, dass die Update-Politik bei Sicherheitslücken von diesen Herstellern in der Regel nicht immer optimal ist. Hier in Deutschland ist es noch relativ okay, finde ich jetzt zumindest. Also gerade mit AVM haben wir einen Provider, der da sehr gut ist, was Sicherheitslücken angeht. Ja. Aber wenn man sich da andere Länder anschaut, ist das halt schon was anderes. Ja. Das ist im Prinzip der Markt, den wir haben. Also entweder gebe ich richtig viel Geld aus, ja, und sobald ich einen VPN-Client mehr habe, muss ich mehr Geld ausgeben, ja, oder ich nehme die Billiglösung. Die Geräte von zu Hause haben also in der Regel ein. Und du bist ja jetzt sozusagen bei der Motivation, ne? Ja, ja. Und jetzt finde ich es ein bisschen schwierig, wenn du sagst, in sagen wir Bangladesch, da sind die billigen Router problematisch. Ja. Ja, das ist für mich jetzt nicht so motivierend. Ne? Du sagst, AVM macht in Deutschland die Interaktivität, dafür sind sie auch bekannt. Also ich fände das jetzt total spannend, oder nicht jetzt, oder irgendwann in der Zukunft, zu hören, was ist das Problem, oder AVM gegenüber PFSense? Zum Beispiel das hier. Nächste Folie. Okay, das war sozusagen erstmal die große Aufteilung. Ja? Also die Frage war, ihm hat die erste Motivationsfolie nicht ausgereicht. Was, er will mehr Funktionen haben, Motivation haben. Das ist der Part. Okay, was reicht also nicht? Ja? Wenn ich jetzt kleine und mittlere Betriebe betrachte, ja, dann brauchen die heute im Prinzip alleine schon wegen der Datenschutzgrundverordnung eine Protokollierung der Administration. In der Datenschutzgrundverordnung steht drinne, haben ihre Systeme eine Protokollierung von dem, was dort getan wird. Ja, das interessiert mich zu Hause noch nicht, ja, aber das ist zum Beispiel etwas für kleine und mittlere Betriebe. Ja, die brauchen das, aber das ist nicht der einzige Punkt. Wenn es das wäre, dann würden wir jetzt alle wieder nach Hause gehen. Ja, ich brauche Side-to-Side-Verbindung und nicht VPN. Ja, ich kann auch mit den High-End-Produkten der Provider Side-to-Side machen, ja, wenn ich nicht hinter NATS liege und wenn ich keine Dual, also wenn die VIP sich ändert und so weiter, also es geht, ja, ist auch interoperabel, aber so richtig Road Warrior kann ich damit in der Regel nicht machen. Ja. Bandbreitenbeschränkung. Ja, ich möchte vielleicht meinen SAP mehr Bandbreiten geben als diesen Architekten, der gerade irgendein großes CAD-Datei hochlädt. Ich möchte meine Kinder davon abhalten, dass sie meinen Homeoffice-Betrieb stören. Ja. Ich möchte also sagen können, wer darf wie viel Bandbreiten haben. Ich möchte Netzwerksegmentierung betreiben. Ja? Wer hat von dem Faxploit gehört, dass jetzt auch Faxgeräte angegriffen werden können über TAE? Das ist eine richtig coole Sache, ne? Über TAE Angriffe aufs Netzwerk machen. Ich dachte echt, ich wollte noch mal. Also, endlich das Faxgerät drin. Ja, genau. Und ich meine, das heißt also Faxgeräte und diese ganzen diese ganzen Lichter und Lichtanlagen oder Fernseher oder egal, was da jetzt an coolen Gadgets rauskommt, die ich übrigens gerne nutze, ja, die sind ja cool, die würde ich ganz gerne in ein eigenes Netzwerksegment packen. Kann ich das mit den Hansboxen? Ich sage auch nein, aber ich wollte mal fragen, ob ich noch falsch liege oder richtig liege. Ja? Also kann ich nicht. Das heißt, Netzwerksegmentierung ist eine Anforderung, die im KMU-Bereich, also kleine und mittlere Unternehmen,
oder selbst zu Hause da ist. Ja? Multivan. Ja? Wer glaubt, wir können zukünftig noch mit einem Internetprovider sicher arbeiten? Für wen ist das Internet nicht kritisch? Ja? Keiner meldet sich für die Zuschauer. Das heißt also, ich brauche Dual-WAN. Wie mache ich das, wenn ich nur einen mit einer Hansbox? Geht nicht. Ja, ja, ich kann mir davor Router setzen, die das mit Debian machen und so weiter, aber da habe ich schon wieder eine Box davor. Ja? Ich möchte Geräte daran hindern, nach draußen zu telefonieren. Ja? Ich habe so wunderbare Webcams bei mir am Haus aufgebaut. Ich will nicht, dass die rausgehen können. Und ich möchte mir nicht überlegen können, ob ich jetzt sicher bin, dass sie nicht raus können, sondern ich möchte mir sicher sein, die kommen nie raus. Das heißt, ich möchte sagen können, dass gewisse Geräte nicht nur ein eigenes Segment sind, ja, sondern die kommen nicht ins Internet. Punkt. Und zwar egal, was passieren wird, weil ich entschieden habe, die kommen nicht raus. Kann ich alles mit den Fritz-Hansboxen nicht bauen? Ja? Habe ich dich jetzt überzeugt? Ja, ja. Okay, gut. Also wir stellen mal fest, also das ist der Grund, warum diese Hersteller, also diese Provider bereitgestellten Geräte und diese Billiggeräte nicht ausreichen. Sowohl für den kleinen und mittleren Unternehmen, ja, als auch für den Vater mit drei Kindern. Ja. Also das ist natürlich nicht ich in mein Homeoffice, mein eines Telefon und mein Notebook. Ja. Also der kommt mit einer Hansbox aus. Ja. Aber das muss ich machen. Und das kann ich alles kostengünstig mit pfSense bauen und auch einfach. Ja. Also das ist jetzt mal so ein Szenario, was wir betrachten. Okay? Wir haben also, das ist mein Netzwerk. Ja? Das da oben ist die Zweigstelle oder mein Elternhaushalt. Ja, damit ich meine Eltern auch remote administrieren kann. Ja? Also damit ich meinen Zeit-zu-Zeit für den Hausbetrieb habe. Ja? Und das wollen wir uns jetzt mal aufbauen. Okay? Schauen wir mal, wie das geht. Was genau ist pfSense? pfSense ist basiert auf FreeBSD. FreeBSD werden hier die meisten kennen. Darauf ist ein Betriebssystem, basieren die meisten Netzwerkgeräte, die da sind, also auch Uniper, und die basieren auch irgendwo in der Regel auf FreeBSD. Wird über die Web-Oberfläche verwaltet und macht im Prinzip nichts anderes, als diese Komponenten, die FreeBSD mir liefert, in eine Oberfläche zusammenzubauen. Also ich könnte das auch mit FreeBSD mit der Hand machen, nur jedes Mal, wenn ich eine neue Netzwerkkarte einrichte, muss ich in die DHCP-Konfiguration reingehen und muss dem sagen, by the way, da gibt es eine DHCP-Konfiguration, wenn ich das auf der Kommandozeile machen würde. Ja. Und FreeBSD baut mit, pfSense baut mit einer Oberfläche drüber. Ja. Und hat auch mehr Funktionen als die meisten kommerziellen Produkte. Und, by the way, ist als Open-Source-Produkt erstmal kostenfrei. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue VPN-Verbindung brauche oder ein neues VLAN dran setze, dann muss ich nicht mehr Geld bezahlen. Ja. Aber das heißt, pfSense ist im Wesentlichen eine Benutzeroberfläche? Im Prinzip ist pfSense nur eine Benutzeroberfläche über FreeBSD. Ja. Man könnte das auch mit der Hand bauen, aber da würde ich mich auch überfordert fühlen. Also die Frage war, was ist pfSense? pfSense ist im Prinzip nur eine Benutzeroberfläche über FreeBSD. Ja. Gut. Damit ihr sicher seid, dass das nicht erst gestern erfunden worden ist, sondern eine gewisse Substanz hat, ja, weil wenn man eine Firewall aufbaut, dann möchte man ja auch sicher sein, dass sie morgen noch da ist. Ja. Das Ding ist irgendwann mal 2009 aus Monowall geforkt worden, hat inzwischen, das sind Statistiken von Ende 2016, ich glaube, wir sind so ungefähr bei 1 Million installierten Varianten. Und das Ding wird wirklich in großen Rechenzentren eingesetzt. Das ist also jetzt keine Software, die sich irgendwann mal jemand ausgedacht hat mit drei Entwicklern, sondern da steht eine Firma hin, die da auch Hardware verkauft, da kommen wir gleich zu, ja, die das Ding vorantreibt. Also man kann durchaus behaupten, das ist ein etabliertes Produkt am Markt, hat eine gute Historie an Sicherheitsupdates, also die ist sehr kurz, ja, das ist da, ja, also das bleibt da, ja. Es gibt von pfSense auch einen Fork, der heißt OpenSense. Da gab es wie immer irgendwann mal irgendwelche politischen Dinge, die dazu geführt haben, dass irgendwelche Leute das anders machen. Ich kenne OpenSense nicht, soll auch nicht schlecht sein. Trifft wahrscheinlich viele Dinge, von denen ich heute erzähle, treffen auch auf OpenSense zu. Ja? Aber ich habe jetzt irgendwann mal mit pfSense angefangen, kann es einigermaßen bedienen, warum soll ich jetzt auch zwei andere Sachen machen? Der Hauptunterschied ist die Oberfläche.
Oberfläche ist ein bisschen anders. Ja, also Verbreitungsgrad, da muss man sich die Community anschauen und so weiter. Wie viele Leute arbeiten damit? Wer steckt dahinter? Ist eine politische Entscheidung, was man macht. Ja, ich mache jetzt PFSense. Ja. Was kann das Ding? Vieles von denen kann die Fritzbox auch oder die Hansbox. Ja, die SCP-Server, die DHC-Resolver, diese ganzen anderen Sachen. Was hinzukommt ist, man kann meine VLANs mit aufbauen, wenn ich einen entsprechenden Router-Switch dahinter habe. Ich kann hochverfügbar sein, ich habe ein Captive Portal, das heißt, wenn ich jetzt hier in meinem Hotel eine nicht freifunkbasierende Zugang zum Internet bauen möchte, kriege ich auch so eine Mechanismus, mit dem ich so Vouchers austeilen kann, damit die sich da einwählen können. Ja. Free Radius ist dabei, es gibt auch eine PKI dabei, obwohl ich immer noch Schwierigkeiten habe, eine PKI auf der Firewall zu haben, aber sie ist da. Ich persönlich habe die nicht auf der Firewall, weil ich glaube, dass das keine gute Idee ist, aber es ist eine Geschmacksfrage. Läuft auf. Und jetzt geht's los. Eigene Hardware. Ja, und zwar ganz klein. Okay? Auf ganz klein geht natürlich nicht 30 OpenVPN-Clients, dürfte klar sein. Ja? Aber sozusagen läuft im Prinzip auf der Hardware, die wir alle irgendwo noch rumgammeln haben. Ja? Deswegen kann man sagen, Start ist kostenlos. Okay? Läuft auf Appliance von der Firma Netgate. Das ist die Firma, die hinter dem Projekt steht inzwischen. Die verkaufen Geräte, wo das Zeug vorinstalliert ist, wo man auch Support bekommen kann, die getestet sind. Es ist eine Geschmacksfrage, ob ich Netgate-Hardware nehme oder andere Hardware nehme. Wie immer im Leben. Wenn ich Unternehmen bin, möchte ich vielleicht sicher sein, dass es funktioniert. Wenn ich Privatmann bin und Bock habe auf Basteln, dann kann ich es auch selber machen. Die sind auch bei ARM am Arbeiten. Stand heute läuft es noch, die Frage war x86 oder ARM. Ja. Man muss jetzt fairerweise sagen, ARM ist nach meinem technischen Kenntnisstand, wenn es Richtung Verschlüsselung geht, momentan noch nicht so der Burner gewesen, was die Netzwerkleistung angeht. Und da wir hier schon Unternehmenssoftware im Sinn haben, wo wir OpenVPN mit reintun, muss man sich irgendwann mal die Frage stellen, lohnt es sich für eine Firma dafür was zu bauen? Aber ich meine, da wäre was in der Mache. Ja. Ah. Es gibt auch eine Cloud-Variante. Ja, das heißt, die Leute, die sich damit mal eingearbeitet haben, können auch irgendwo mal hingehen, können dann auch ihren Azure oder ihren Amazon-Park hinter eine PFSense stecken, ja, was auch Sinn machen kann. Ja, oder ich habe irgendwo einen VPN-Server im Internet erreichbar. Im Prinzip kann man sagen, dass die Ausstattung des Gerätes abhängig ist, wie immer, vom Nutzungsverhalten. Das heißt, mache ich viel VPN, habe ich Verschlüsselung, brauche ich mehr Geräte, aber ansonsten kommen wir mit Standard-Hardware hin. Ja? Es wird empfohlen, nur noch Prozessoren mit dem ASNI, da gibt es einen Verschlüsselungschip zu nehmen, weil ab der nächsten Version werden nur noch diese Prozessoren unterstützt. Ja, weil die sich halt irgendwann mal sagen, wir wollen verschlüsseln, deshalb brauchen wir das. Ja? Aber ihr könnt erstmal mit dem anfangen haben, was im Keller steht. Gut, also fangen wir mal an. Erster Schritt. Gibt es bis hierhin Fragen erstmal? Erster Schritt. Das ist sozusagen mein Netzwerk. Ja? Wir setzen jetzt diese PFSense auf. Wir wissen alle, das sind interne Adressen, weil damit ich zu Hause bauen kann. Ja? Ich möchte also erstmal eine PFSense haben, die mir so ein LAN bereitstellt. Und dann werden wir von da das Stück des Bildes dann so aufbauen, wie wir es eben schon mal gesehen haben. Okay? Gut. Also, das ist jetzt ein Video in Aufzeichnung einer VMware-Umgebung, die ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen beschleunigt worden. Okay? Wir booten also unseren Rechner, ja? PFSense wird geladen, das Ding, ich muss akzeptieren, ich will installieren, ich muss meinen Keymap auswählen, ich will automatisch installieren, bla 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 bla. Das geht natürlich in der Regel ein bisschen langsamer, ja? Aber passiert nicht viel mehr dazwischen. Ja? Wir installieren diesen ganzen Kram. Es dauert ein bisschen. Wir sind fertig. Wir wollen neu booten. Fertig. So, jetzt haben wir im Prinzip unsere Hansbox. Okay, was müssen wir jetzt noch tun? Wir müssen jetzt nochmal neu booten und dann kriegen wir die Frage gestellt, möchtest du dich anmelden?
Ich muss gleich mal kurz anhalten, deswegen. Ja. So, Frage? Ja, du sagst, nimm erstmal die alte Kiste in den Keller, um das zu installieren. Was ist mit DSL? Du brauchst. Normalerweise kann ich ja kein DSL. Habe ich hier eine Fritzbox immer noch dahinter? Oder? Also entweder die Frage ist sozusagen, brauche ich weiter meine Fritzbox, ja, oder mein DSL-Modem? Wenn du ein DSL-Modem hast, kannst du das weiterverwenden, das sehen wir gleich. Ja? Oder du brauchst eine Fritzbox, die sozusagen dann den Verkehr durchreicht oder die IP-Adresse durchreicht. Ja? Aber das ist sozusagen dann die Firewall hinter deinen verschiedenen Hansboxen. Ja? So, jetzt sind wir fertig. Wir sehen jetzt hier, wir haben eine Warnadresse, das ist jetzt die Adresse, die ich von meiner Fritzbox bekommen hätte, ja, oder von meinem Internetprovider. Wir haben eine interne Adresse und jetzt muss ich hier weitermachen. Jetzt kann ich im Prinzip schon loslegen. Jetzt habe ich meine Hansbox hergebaut, also jetzt habe ich ein Gerät, das verbindet mich ins Internet mit diesen zwei Adressen. Ich mache ein bisschen schneller hier. So, jetzt gehe ich hier auf den... Die Sicherheit ist natürlich nicht sicher, die Verbindung, deswegen muss ich mal kurz sagen, dass ich es akzeptiere. Das Zertifikat. Melde mich an mit dem Default-Kennwort. Sage Hurra, ja, wir wollen Setup weitermachen. Es gibt auch Support, ein bisschen Werbung. Ja. Dann gebe ich dem Ding einen Namen. Das ist quasi jetzt das initiale Setup, was ich auch von meiner Hansbox machen würde, wenn ich die vom Provider bekomme neu. Ne? Oder vom, hier gebe ich eine IP-Adresse. Wo ist mein DNS-Server? Zeitserver. Wie komme ich ins WAN? Ja, hier kann ich auch PPO-Angaben machen, wenn ich ein Modem habe. Ja, also das heißt, dann nutze ich das Modem. In diesem konkreten Fall habe ich jetzt angekreuzt, dass ich private Adressen nicht blocke, weil sonst wird der Rest nicht funktionieren, weil ich bin ja in meiner Demo-Umgebung. Ja, normalerweise würde ich hier nicht RFC-Adressen ablegen, sonst komme ich ja nachher nicht weiter. Ja. Hier kann ich eine andere IP-Adresse angeben, weil mir das mit den 192 vielleicht nicht gefällt. Ich vergebe neues Admin-Kennwort. Wir starten neu. Jetzt kriegt hinten natürlich das Ding eine neue IP-Adresse. Ich muss mich wieder neu anmelden, weil ich dem ja jetzt gerade nicht mehr gesagt habe, du bist 192 irgendetwas, sondern bis 17. Ja, 172. Muss ich mich oben wieder neu anmelden. Mein Rechner kriegt eine neue IP-Adresse, weil ich ja das Netzwerk geändert habe. Und jetzt bin ich fertig. Ich habe zwei Warnadressen, zwei Netzwerkkarten. Ich kann mir angucken, welche Netzwerkadressen ich habe, also Netzwerkkarten. Ich gucke mir die Firewall-Regel an. Hier ist nichts drin. Alles, was nicht definiert ist, ist verboten. Ja? Deswegen darf ich aus dem LAN defaultmäßig überall hin und aus dem WAN darf nichts rein. Ja? Und das war es im Prinzip. Ja? Jetzt komme ich auch ins Internet. Das war jetzt das Setup, was ich machen muss, um eine pfSense zu installieren. Ja, also außer der Komplexität, dass ich einen USB-Stick installieren, also das kann für manche schwierig sein, gebe ich zu. Ja, also ich muss die Software runterladen und muss sie auf einen USB-Stick bekommen, damit ich da booten kann. Ja, vielleicht geht auch noch CD-ROM, ich weiß es nicht. Aber das war jetzt nicht schwierig, oder? Danach habe ich dasselbe, was ich heute zu Hause auch habe. Tat noch nicht weh. Ja. Und ich habe meine Basis dazu gemacht, ich komme ins Internet und ich weiß, ich habe jetzt Gazillion verschiedene Möglichkeiten, die ich alle wahrscheinlich beherrsche. Ja? Gucken wir uns ein paar von an. Ganz wichtig ist, Firewall-Regeln gelten immer inbound. Ja, das heißt, das ist der Grundfehler Nummer eins, den alle machen. Ja? Wenn, ihr müsst euch vorstellen, die Box steht da oben. Ja? Und wenn ihr eine Regel definiert, ja, gilt die Regel für den Verkehr, der von dem Kabel kommt. Ja?
Das gilt nicht im Prinzip Internet, Box, Haus. Okay? Das ist ganz wichtig. Ihr müsst immer auf der Schnittstelle die Regeln definieren, wo sie gelten sollen. Ja, deswegen müsst ihr dem LAN erlauben, überall hinzudürfen. Und wenn ihr aus dem WAN in das LAN wollt, müsst ihr die Regel auf der WAN-Adresse machen. Okay? Ihr dürft nicht sagen, nein, ich erlaube eine Regel ins LAN. Das gilt nicht. Ich definiere immer an der Stelle, wo der Verkehr reinkommt. Wenn ihr in den Foren rumläuft, das ist der Grundfehler, der zu 60% die Antwort ist. Ja? Die erste Regel gilt immer. Ja, der Rest wird ignoriert. Es gibt also zwei Ausnahmen, die lassen wir mal gerade weg. Ja? Das Ganze ist stateful und es gibt super Möglichkeiten, das Ganze mit Aliases sozusagen lesbarer zu machen. Ja? Das heißt, ich kann dann irgendwann mal sagen, da steht jetzt nicht 6. irgendetwas Adresse, sondern da steht ein Alias, der heißt mein SIP-Server. Dann kann man diese filtern, diese Regeln nachher sehr schön lesen. Im Prinzip ist SIP-Server darf auf SIP-Port zu meinem Asterix. Ja? Dann kann man auch nach 3 Wochen noch in die Regeln gehen und kann verstehen, was habe ich da getan? Nicht 6. irgendetwas, Port 5060, 192. irgendetwas. Dann weiß man ja nach ein paar Tagen nicht mehr, was man zu Hause gemacht hat. Ja? Es geht zumindest mir so. Ich bin in einem Alter, wo ich mir so Kram nicht mehr merke. Das ist auch sehr, sehr komfortabel zu machen. Also, jetzt machen wir mal weitere Funktionen. Frage? Ja, es war ja aber auch, ich bin mehr mit IP-Filter, IP-Tables geworden von Linux. Ja. Das ist tatsächlich da so beschränkt, dass alle Regeln nur für immer abgeben kommen. Keine Out-Regeln. Doch, ich kann auch Out-Regeln machen. Hör mal, inbound, also ich definiere, was darf von dem Segment in meine Box rein. Das heißt natürlich auch, ich kann definieren, was darf von dem Netzwerksegment über meine Box ins Internet. Ja, ja. Also was heißt raus? Also, ja, aber wenn ich auf ein Interface gucke, ist immer nur in. Das ist dann technisch tatsächlich völlig anders wie IP-Filter-Linux. Die letzte Frage, ich kann jetzt sagen, es ist immer nur in. Ja, ob es technisch anders ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ja. Es mag auch sein, dass es 2 Ausnahmen gibt, aber die Grundregel für Beginner ist es immer die. Ja? Ja, okay. Du kannst aber auch globale Regeln definieren, unabhängig vom Interface, Floating Rules, dort dann sagen, ins Internet geht das. Ja. Das waren die 2%, die ich jetzt gerade nicht. Also die Frage war sozusagen, kann ich nur inbound machen oder kann ich auch raus machen? Die Antwort lautet, zu 98% kann man nur inbound machen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit ein paar besonderen Regeln das anders zu machen. Aber ich rate eigentlich am Anfang jedem davon ab, das zu tun, weil das macht die Sache nur komplizierter. Deswegen vereinfache ich hier gerade etwas. Also, nächster Schritt, VPN aufbauen, ja? Netzwerke segmentieren und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Also, virtuelle private Netzwerke brauchen wir alle. Wer von euch hat eine Hansbox und kann sich zu Hause einwählen über ein VPN? Wer von euch traut sich, das nicht zu machen? Okay, gut. Es gibt 2 Varianten, es gibt mehr Varianten. Grobe Aufteilung, wir machen IPsec oder wir machen OpenVPN. Ich persönlich habe für mich entschieden, OpenVPN ist besser. Ja, ich weiß, in Zeiten von IPv6 werden einige Probleme gelöst werden. Ich werde es nicht mehr verstehen in meinem Leben mit IPv6. Also deswegen, OpenVPN ist im Prinzip die flexiblere Variante. Ja? Ja, das Ding kann auch IPv6, aber da ich es noch nicht verstanden habe, habe ich ja keine Erfahrung. Ja. Also ich habe alle Checkboxen, wo IPv6 draufsteht, abgehakt, weil ich verstehe es nicht mehr. Wenn einer von euch einen Vortrag kennt, der sagt, IPv6 for Home User, ja, der mir mal beibringt, wie ich mein Netzwerk, was ich hier habe, mit meinen 10 Servern, ja, sinnvoll und nutzenorientiert in IPv6 bekomme, ich bin für Tipps dankbar, ja. Ich kriege immer nur Vorträge gezeigt, wo man erklärt bekommt, wie diese Adresse aussieht und was es für tolle Stateful und keine Ahnung was gibt. Also es geht auch IPv6, ich weiß es nur nicht. Ja. Also wir bauen jetzt das hier auf. Ne? Wir haben also jetzt hier unsere Oma hier oben, die wir sozusagen Remote Desktop machen wollen. Ja? Nicht über TeamViewer, sondern richtig. Ja? Oder unsere Zweigstelle. Okay? Ich habe da mal was vorbereitet. Wir machen also erstens einen OpenVPN-Server. Dann öffnen wir die Firewall für OpenVPN.
Dann definieren wir den Netzwerkverkehr, der über diese neue Schnittstelle rein darf, weil das kann ja auch nicht alles sein. Ja? Und dann machen wir noch einen Test. Also, merkt euch bitte die Farben. Ja? Wenn ihr einen Desktop mit einem lila Hintergrund habt, ist der oben. Ja? Desktop mit blauem Hintergrund sind Admin im LAN. Sonst wird das hier ein bisschen verwirrend mit der Demo jetzt gleich. So. Also ich bin hier in meinem LAN, ja, ich versuche auf den anderen Standort zu bekommen, ich bin beim anderen Standort, ich versuche ins LAN zu kommen, geht nicht. Okay? Also, gehen wir jetzt zuerst in die PFSense rein. Wir definieren jetzt hier einen OpenVPN-Server. Vielleicht nur eine Bemerkung. Das hier sieht deswegen so hässlich aus, weil ich diese Oberfläche von PFSense auch auf blau und lila umgestellt habe. Das sieht im Original besser aus. Ich wollte nur, damit ich den Überblick nicht verliere und ihr ihn vielleicht auch behaltet, diese Konsistenz haben mit blau und lila. Ja? Deswegen sieht das hier oben nicht so schön aus. Also, wir machen ein Peer-to-Peer-Netzwerk mit Shared Key. Wir lassen in der Regel die meisten Sachen Default. Wir müssen ein Netzwerk definieren, das sozusagen dann zwischen diesen beiden Standorten gilt. Ja? Das sollte doch nirgendwo anders da sein. Das ist erstmal fertig. Damit haben wir den Server definiert. Jetzt gehen wir in die Regeln. Hier haben wir die Warnadresse. Jetzt müssen wir definieren, dass in dem Warn was rein darf. Ja? Also sagen wir jetzt hier, wir wollen UDP erlauben. Ja, es geht auf OpenVPN über TCP, wenn ihr das wollt. Wir wollen einen Single Host zulassen. Wir wissen ja die IP-Adresse des anderen. Ja? Die dürfen dann da reinkommen als Quelle. Es gibt auch mobile Road Warrior, komme ich gleich noch ganz kurz zu. Auf der Warnadresse Port VPN. Wo ist er da unten? Fertig. Jetzt haben wir hier die Regel definiert. Jetzt haben wir eine neue Netzwerkkarte, OpenVPN. Das können wir hier auch nochmal sagen, was hier rein darf. Weil wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, dass über das OpenVPN nur mein SAP drüber darf oder nur mein TCP oder was immer das ist. Ja? Also wir sind jetzt hier brutal. Wir lassen alles, was über OpenVPN zukommt, auch rein. Ja? Könnte ich weiter einschränken, wenn ich das will. Ja? Wir haben eben Peer-to-Peer mit Shared Key gesagt. Der hat jetzt einen Key generiert, den muss ich mir jetzt merken, weil wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, ja, jetzt gehe ich gerade in mein Remote-Standort, ja, mache ich OpenVPN, jetzt definiere ich einen Client. Wo ist mein Host? Das muss ich natürlich wissen. Wo ist mein Port? Nein, wir wollen nicht den automatisiert generierten Key machen, wollen wir den Key machen, den mein Server auch akzeptiert. Pasten den da rein. Sagen hier auch an, was ist das Tunnelnetzwerk. Ihr seht, da steht auch überall IPv6. Es scheint was zu gehen. Ja. Und sind wir fertig? Hier haben wir jetzt auch wieder eine OpenVPN-Rule. Wir wollen ja auch Verkehr zurückzulassen. Ja, es kommt ja auch Verkehr von unten hoch. Also müssen wir jetzt hier wieder sagen, was geht. Auch hier sind wir jetzt gerade mal etwas brutal und sagen, alles, was aus diesem anderen Netzwerk herauskommt, darf da rein. Jetzt schauen wir noch nach, ob das VPN läuft. Den Shared Key habe ich gerade reingepastet an einer Stelle hier gerade. Jetzt pingen wir von oben nach unten, also von Zweigstelle nach unten. Und das pingen wir wieder hoch. Das war's. Und es gibt zu, das sind natürlich jetzt sozusagen viele Sachen gewesen, die wir jetzt hier im Detail gemacht haben, aber ich denke,
ich habe versucht deutlich zu machen, es ist jetzt kein Hexenwerk gewesen. Ja, also wir haben jetzt hier nicht, wir mussten sofort, ganz kurz, wir müssen jetzt kein richtig, wir müssen wissen, was Netzwerke sind. Ja, und wir müssen uns vielleicht ein bisschen damit beschäftigen, wie das so funktioniert. Ja, aber das war jetzt nicht so, dass man sagen kann, das kann ich nicht verstehen. IPv6 ist das schwieriger, finde ich. Aber ja, es ist relativ einfach, finde ich. Ja, und es gibt auch eine gute Dokumentation dazu. Erste Frage? Ja, es geht um die IP-Adressen. Das habe ich jetzt nicht so nachvollziehen können. Also in meinem, also du hast jetzt die Verbindung zur Oma hergestellt, ne? Ja, oder zu meiner Zweigstelle, ja genau. Und jetzt sage ich mal, ich habe noch zwei Fritzboxen dazwischen, die DSL für mich machen. Ja. Ja, und wahrscheinlich auch im Nach. So, das heißt, an den DSL-Rechnern habe ich eigentlich lokale Adressen, die dreimal umgeändert wurden, und vom Provider bekomme ich dynamische IP-Adressen. Was für Adressen hast du da eingetragen oder wo kamen die denn jetzt her und warum sind das die Adressen, die noch nicht benutzt werden? Also, jetzt die Frage war ja sozusagen, wie funktioniert mit IP-Adressen und klappt das auch mit dem NAT dazwischen? Ja, also mit dynamischen. Ja, also ich habe jetzt das Szenario gemacht, ich habe zwei verschiedene Standorte, ja, wo ich die IP-Adressen entweder kenne oder ich kann sie über einen dynamischen DNS-Eintrag auflösen. Ja, den kann ich auch über einen Alias angeben. Genau, das ist aber dann einfach. Ja, ja. Moment, also meine Oma... Also, aber ist das Szenario, was du jetzt für realistisch hältst oder ist das nur eine Vereinfachung für den Vortrag? Also... Nö, ich kann meiner pfSense da oben sagen, dass sie einen dünnen DNS-Eintrag aktualisiert. Ja, also es gibt natürlich einen dünnen DNS-Client da oben. Ja, und dann komme ich da hin. Ja, genauso gilt das natürlich hier unten. Und wenn ich jetzt ein Unity Media Business habe. Ich der Fritzbox aber auch noch, sie macht kein NAT. Warum? Kann NAT machen. Also ich kann der Fritzbox ja sagen, leite alles weiter an die pfSense. Ja, ja, die Frage ist, was macht er mit der Adresse? Lässt er die Adresse gleich oder? Der pfSense habe ich nur gesagt, alles was über deine Warnadresse reinkommt, akzeptierst du. Ja? Aber er hat ja keine Warnadresse, weil er ja an der Fritzbox hängt. Ja, aber der hat auch eine Warnadresse, hat eine interne Adresse, aber der Verkehr kommt hier an. Also sage ich, Fritzbox wäre eine beste Adresse für pfSense. Es gibt zwei Möglichkeiten, die du machen kannst. Kannst du Fritzbox sagen, dass sie als DOE-Pass funktionieren soll, dann nutzt du nur das DSL-Modem und legt sie als DOE ein. Oder ich sage, das wäre mir auch Port weiterleiten, aber dann würden alle Ports von einem. Dieses Gerät hat gelernt, ich glaube, das heißt Exposed Host. Ja. Mit den zwei Dingen. Genau, also was ich andeuten wollte oder eigentlich hören wollte, ist es doch ein bisschen komplizierter, als hier zweimal klicken, wenn ich nicht zu Hause feste IP-Adresse. Also die Frage war, was ist, sofort, ich muss die Frage wiederholen und das versuchen zusammenzufassen. Also die Frage war, das ist jetzt hier simplifiziert, ja, wenn ich zu Hause eine Fritzbox habe, habe ich da noch ein bisschen mehr Komplexität drinne. Ja, diese Komplexität ist zusätzlich drin. Ja, entweder muss ich der Fritzbox beibringen, dass sie einen Port Forwarding oder Exposed Host macht. Ja, oder ich nutze die Fritzbox nur als DSL-Modem, dann habe ich es einfacher, dann kann ich das alles in der pfSense machen. Ja, das ist die eine Variante. Ja, das war im Prinzip die Antwort, die du auch gegeben hast. Ja, für die Zuschauer, die nicht hier sind. Ja, mir geht es auch nicht darum, dass ich hier Weltfrieden gewonnen habe. Okay? Nein, also. Ja, hier gibt's auch eine zusätzliche Komplexität sozusagen, aber was die Angst vor, ich brauche eine Firewall, die mir das macht, hier nehmen soll, ist, dass die Konfiguration der Firewall im Prinzip jetzt nicht so schwer ist. Ja? Ja, das kriegt nicht jeder Architekt hin mit seinem Zuhause, ja, aber für die Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigen wollen, muss ich jetzt keinen Systemadministratorkurs auf Firewalls machen, um das hinzubekommen. Ja? Also, ja, genau, eine Variante ist halt, ich super. Und was das Thema auch VPN angeht, kannst du ja auch einfach den Wizard nutzen. Der ist ja auch ziemlich einfach. Yep. Also die Antwort war eine Bestätigung von dem, was ich im Prinzip gesagt habe. Ja, also einfacher ist es, ich nutze ein DSL-Modem. Ja, das funktioniert aber spätestens bei Dual WAN vermutlich nicht mehr. Ja,
Das war jetzt das Szenario für zwei verschiedene Standorte. Möchte ich jetzt einen mobilen Client einbinden, gibt es da einen Wizard, der mir sozusagen eine Exe-Datei generiert, die ich auf dem Windows-PC ausführe, der mir dann mein VPN installiert. Ja, also das war jetzt das Szenario mit der Zweigstelle. Ja, für einen Road Warrior gibt es wirklich einen Wizard, der baut mir das alles. Ja, wir kommen noch ein bisschen aus der Zeit, ja. Deine Entscheidung. Soll ich Fragen stellen oder willst du? Pass auf, ziehen wir mal nach hinten. Ja, tun wir mal nach hinten gerade. Und ja, an der einen oder anderen Stelle vereinfache ich gerade etwas. Ja, es kann noch mehr Probleme geben. Ja, aber ich möchte hier erstmal deutlich machen, dass es erstmal nicht Rocket Science ist, so etwas aufzubauen. Okay? Netzwerksegmentierung kann man heute im Prinzip sagen, wenn ich ein bisschen Sicherheit in meinem Netzwerk habe, ist das Pflicht. Ja, wenn ich meinen Fernseher nicht nach Hause telefonieren lassen möchte, aber trotzdem Fernsehen gucken möchte, ja, oder ich möchte meinen Fernseher dazu nutzen, um irgendwelche anderen Sachen aus dem Netzwerk darzustellen von meinem Handy, ja, aber der Fernsehserver soll ich nach Hause telefonieren, dann brauche ich sowas, ja. Da kann ich auch mein Faxgerät reinstellen, da kann ich meine Webcams reinstellen, ja, in solche virtuellen Netzwerke. Das kann man physikalisch machen oder man gibt ein bisschen mehr Geld für seinen Switch aus, dann kann man virtuelle LANs machen. Die meisten werden erstmal beginnen mit physikalisch Netzwerksegmentierung. Ja. Das setzt voraus, dass natürlich mein PFSense-Rechner entsprechende Anzahl von Netzwerkkarten hat. Ja. Und das kann ich natürlich auch dazu benutzen, um sowas wie eine DMZ aufzubauen. Ja. Das kann ich dazu benutzen, um meinen alten Windows XP-Rechner in irgendwelche Netze zu sperren, wo sie nichts kaputt machen können. Ja. Soll es immer noch geben, bei Zahnärzten oder so. Das ist so das Szenario. Ja. Wir haben also jetzt hier unten, jetzt kommt es orange, Achtung, jetzt kommt ein neuer Orange, jetzt merkt, ne? Wir haben also hier unten jetzt ein neues Netzwerksegment in meinem Hauptsitz, ja, mit einer eigenen Netzwerk und hier ist ein Webserver drin, den ich von außen erreichbar machen möchte und von innen auch, aber der sozusagen nicht raus darf. Ja? Wie machen wir das? Wir definieren erstmal ein neues Netzwerk. Entweder virtuell in VLAN-Technologie, ist ein bisschen komplizierter, setzt Hardware voraus, andere. Wir testen, wie wir rauskommen. Wir kommen aus der Zentrale in die DMZ. Wir kommen aus der DMZ nirgendwo hin. Ja? Und wir kommen aus der, von der Niederlassung auch nicht in die DMZ. Ja? Und das wollen wir irgendwie erreichen. Wir müssen dann einen Port freigeben und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also. Blau ist Hauptniederlassung, ja. Wir geben hier, mein Rechner hat hier noch eine Netzwerkkarte, ja. Wir definieren hier ein neues Interface, wir nennen das nicht Opt1, sondern wir nennen das DMZ, ja. Das ist sozusagen die Netzwerkkarte, die auf den Switch geht für meine DMZ oder meine für das, was ich dafür nehmen würde. Statische IP-Adresse, was haben wir hier für einen Netzwerk-Adressbereich? Fertig. Jetzt haben wir ein neues Netzwerk definiert. Jetzt müssen wir noch sagen, DHCP müssen wir auch noch richtig konfigurieren. Ja? Er hat mir zwar den DHCP-Konfigurationspart eingetragen, aber ich muss ihn noch konfigurieren. Ja? Wie arbeitet der? Das ist jetzt ein Bereich, wo man sagen würde, das könnte ich auch alles auf der Kommandozeile mit normalem DSD machen, aber dann muss ich wissen, wo ich meinen DHCP-Server konfiguriere. Ja? Und ich muss ihn erstmal installieren. Ja? Hier kriege ich das gesagt. Hier sage ich jetzt, ich möchte auf dem Interface DHCP haben, das ist die Range, die hier vergeben werden soll. Ja? Und spätestens jetzt hört die Hansbox auf. Das kann ich auf einer klassischen Providerbox gar nicht mehr bauen. Ja? Jetzt haben wir also unser zweites Netzwerk definiert. Ja? Die taucht auch da unten wunderbar auf mit einer anderen IP-Adress-Range. Das Ding bekommt jetzt eine IP-Adresse, 172 bla bla bla. Mit dem entsprechenden Interface. Ich versuche jetzt in die DMZ zu kommen. Warum funktioniert das hier? Wer kann mir das sagen? Wird aufgepasst? Weil wir eine LAN, eine Default Root haben, LAN darf überall hin. Die haben wir eben gesehen. Ja? Die DMZ darf natürlich komischerweise nicht dahin,
Ja, weil die Regel gilt, defaultmäßig darf keiner etwas. Ja, und wir haben noch keine Regel definiert, der DMZ. Ja. Das sehen wir nämlich jetzt hier. Wir haben hier einen neuen Reiter hinzubekommen. Das ist die LAN-Regel, die sagt, LAN default überall hin. Ja. Und wir haben eine DMZ-Rule und da steht gar nichts drin, also dürfen die nirgendwo hin. Deswegen kann man sich sicher sein, wenn ich irgendwas Neues mache, erstmal gilt die Regel, man darf nicht. Ja? Deswegen sind die meisten Anfragen immer, ich kriege nicht hin, dass jemand darf. Die Anfragen sind nie, jemand darf mehr, als er sollte. Also ganz selten. Ja? Also was machen wir jetzt? Wir machen jetzt hier Port Forwarding. Das müsste ich natürlich jetzt auf meiner Fritzbox auch machen vorher erstmal oder Exposed Host eintragen. Ja? Wir sagen also jetzt, dass auf meiner Firewall Verkehr über Port 80 auf den Webserver in der DMZ geliefert werden muss. Ja? Und da ich ein Port Forwarding gemacht habe und ich hatte eben den da habe ich dann jetzt, hat er auch mir automatisch eine Regel gebaut, dass er auch rein darf. Ja, weil es macht keinen Sinn, dass ich Port Forwarding habe, ohne dass ich dann auch rein darf. Ja. Du musst es nur explizit auswählen. Der defaultmäßig ist unten gesetzt, dass wenn ich ein Port Forwarding definiere, dass er unten einen Checkbox hat, mache auch die Firewall-Regel dafür. Inzwischen. Also wenn ich das nicht will, muss ich da unten den Checkbox wegsetzen. Ja. Ja. Das war das Dropdown? Das ist egal, also auf jeden Fall, das war das. Ja, da gab es einen. So, warte mal, jetzt bin ich hier falsch gesprungen. Warte mal, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das war DHCP. Ich bin jetzt hier in meinem Video durcheinander geraten. Na, da war das. So. Ich muss gerade die Stelle wiederfinden, das ist jetzt gerade doof, aber. Da. Ja. Da habe ich gerade gesagt, dass er auch eine Regel bauen soll, damit er rein darf. Was man nicht unbedingt machen muss. Ja? So. Die könnte ja auch, die taucht nämlich jetzt hier auf. Auf dem WAN habe ich jetzt den, ich darf von oben reingehen. Ja? Und wenn ich jetzt, das ist glaube ich der Rechner aus der DMZ, aus der Zentrale, der darf von oben dann reinkommen. Ja? Also auch das war jetzt kein Hexenwerk. Ja? Das war im Prinzip schon alles, was ich brauchen muss, um so ein Netzwerksegment aufzubauen, ja? Und sicher den Verkehr durchzutunneln. Ja, oder wenn andere Leute von euch Firewall, hier habe ich noch 10, ne? Oder? 10. Wenn einige von euch Freifunk haben und sagen, hey, Freifunk ist eine coole Sache, aber ich möchte trotzdem sicher sein, ja, dann können wir natürlich den Freifunkknoten einfach in so ein Netzwerksegment reinpacken, der nur ins Internet darf und egal was die Freifunker morgen machen, die dürfen nicht hin zu mir, weil ich das vorher verboten habe. Ja. Also war auch kein Hexenwerk gerade. Ne? Ja, ich muss schon wissen, was Port Forwarding ist. Ja, ich muss natürlich wissen, was ich erreichen möchte. Ja, aber es war im Prinzip kein Hexenwerk. Ja, wenn man sich damit beschäftigen möchte und noch 20 YouTube-Tutorials anguckt, dann kriegt man das hin. Also nicht 20, 2, 3 müssen es sein wahrscheinlich. Ja, das Forum ist eigentlich auch recht sozusagen aus meiner Perspektive responsive. Ja, also das funktioniert schon. Okay, gut, Traffic Shaping lasse ich jetzt ein bisschen außen vor. Ja. Was ich auch machen kann, ist, ich kann auf einer Netzwerkkarte definieren, dass eine bestimmte Gruppe von Nutzern gewisse Download- und Upload-Bereiche bekommt. Ja, also wenn ich zum Beispiel verhindern möchte, dass mein Sohn mit seinem Spiel mich daran hindert, meinen berufsmäßig notwendigen Download schnell zu machen,
dann kann ich mir da die Bandbreiten entsprechend einstellen. Ja? Ich kann auch hingehen und könnte zum Beispiel dann Freifunk sagen, du darfst nur so viel, egal was da drin irgendwo drin steht. Ja? Oder ich kann, da kann man ganz viele Sachen machen, die ich alle nicht verstehe. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die ich noch nicht verstanden habe. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, ich kann meinem Kind sagen, du darfst nicht so viel. Ja? Und ich glaube auch, das wird wahrscheinlich im mittelständischen Bereich notwendig sein, dass man einfach sicherstellen kann, dass der Download oder das Video von Katzenvideos bei den Architekten nicht dazu führt, dass mein Unternehmenssoftware nicht mehr funktioniert. Ja? Oder dass gewisse, wenn ich Software-as-a-Service-Dienste nutze, dass ich sagen kann, der Verkehr zu meinem CRM-Provider hat Priorität, ja, gegenüber anderen. Ja? Also da kann ich einiges machen, da habe ich auch noch ein Video, das überspringe ich gerade aus Zeitgründen. Ja? Auch wichtig, ne? Sie haben so eine super Versicherung abgeschlossen, so eine IT-Sicherheitsversicherung. Ja? Dann werden Sie gehackt und dann sagt die Versicherung, ja, können Sie mal ganz kurz nachweisen, dass Sie nicht so doof gewesen sind, Ihre Fritzbox einzustellen. Kann passieren, ne? Dass die Versicherung einfach sagt, hör mal zu, sind Sie überhaupt gehackt worden oder haben Sie einfach die Tür nicht abgeschlossen? Ja? Wie stellen Sie das, wie stellen Sie sicher, dass Sie, oder wie können Sie jetzt nachweisen, in irgendeiner Form, ja, dass Sie im Prinzip eine gute Firewall hatten? Also, dass Sie echt gehackt worden sind und nicht zu doof gewesen sind. Irgendwelche Vorschläge? Mit einer Hansbox? Nee, ne? Da gibt es keine Protokollierung oder Nutzeradministrationsrechte und solche Sachen. Ja? Oder noch besser, ich zu Hause wache nachts auf und denke, mein Mist, habe ich denn heute Nachmittag da irgendetwas verkehrt gemacht in der Firewall? Ja? Oder was bin ich mir sicher, dass die Änderungen, die ich gemacht habe, alle okay gewesen sind? Kann ja schon mal passieren, dass man, ja, mir nicht, aber ist noch nicht passiert, aber soll mal passiert sein. Ja? Oder ich möchte zurückspringen. Mir ist schon mal passiert, dass er eine Firewall eingestellt hat, nachdem nichts mehr gegangen ist. Ja, ja. Da kann man nämlich wunderbar sagen, auf der Konsole ist ein bisschen hässlich, ja? Muss man mit irgendwelchen komischen Steckern arbeiten und TTYs starten und so weiter, das kann man machen. Da kann man einfach sagen, la, die letzte funktionierende Konfiguration wieder. Ja? Auch das ist möglich, ja? Also ich kann nachvollziehen, wer hat was wann gemacht, wo ist was gemacht worden, wo ist welche Änderung gemacht worden. Wenn ihr als Provider bei eurem Kunden unterwegs seid, könnt ihr euch einen eigenen Account geben, macht alle Änderungen mit eurem Account. Wenn etwas schiefgegangen ist und es ist irgendwas in die Wicken gegangen, dann könnt ihr da reingehen und könnt feststellen, wer hat denn die letzten Änderungen gemacht? Zum Beispiel der Kunde. Ja? Auch das ist möglich. Das sind sozusagen, das ist dann so ein Skript, da kann man dann sehen, hier, da hat offensichtlich jemand in der Rule geändert und hat das dann dementsprechend so umgeändert, dass hier eine Beschriftung geändert hat, irgendwas. Ja? Man kann es nachvollziehen. Gut, noch 5 Minuten, eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich versucht habe rüberzubringen. Ich bin der Meinung, ich denke, den einen habe ich hier zumindest überzeugt, den einen oder anderen, Standardgeräte liefern einem nicht mehr die Anforderungen, die man für einen heute relativ normalen Bedarf hat. Damit meine ich sogar schon Familien, also ich und meine Familie, ja, auf jeden Fall aber auch ich und mein kleines Unternehmen, ja. Der Zahnarzt, der Architekt und so weiter, der braucht solche Sachen wie Dual WAN, der braucht solche Sachen wie Nachprotokollierung, der wird solche Sachen brauchen wie Netzwerksegmentierung, einfach damit er nachweisen kann, dass er State of the Art macht. Ja? Weil wenn in der Datenschutzgrundverordnung drinsteht, nach Stand der Technik, dann kann er aber nicht mehr behaupten, ja, Stand der Technik ist mir alles zu teuer, ja? Sondern kann man ihm dann schon vorwerfen, sagen wir, Stand der Technik, weißt du, dass es sowas auch gibt? Hast du dich da schlau gemacht? Mit welchem Dienstleister arbeitest du zusammen? Ja, also, ja, das kann in die Hose gehen, ja. Aber wenn ich eine Versicherung habe, dann könnte ich mir vorstellen, wenn die das mal spitz bekommen, dann werdet ihr drauf springen. Ja. Und wir haben es gestern, ich habe gestern einen anderen Vortrag gehört zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Die Brieffreundschaften möchte ich nicht haben. Ja. Also, und man kann auch nicht mehr behaupten, dass es zu teuer gewesen ist. Ja, weil Investitionen sind relativ gering. Ich habe die Funktion an Enterprise Firewall. Wenn ich Support möchte, dann kann ich bei NetGate auch Support bekommen. Ja? Dazu muss man natürlich im Open Source Umfeld Leute immer erstmal motivieren, dafür auch Geld zu bezahlen. Ja, aber es ist da. Ja? Es gibt auch eine relativ hohe Anzahl von Partnern.
Ich habe keine Lizenzkosten mehr für Erweiterung der Funktionalität, wie ich sie bei den großen Enterprise-Lösungen habe. Ich kenne jetzt die Preise nicht, aber mir wird immer wieder bestätigt, dass so eine Cisco-Lösung schon mal durch Einwurf von großen Münzen erweitert werden muss. Also wurde mir gesagt, ich kriege das immer nur wieder bestätigt. Ja. Ist ein idealer Start für kleine Unternehmen, hier eine größere Sache zu machen, sich so Dual-Waren aufzubauen, Internet ausfallsicher zu machen. Ja. Ja, das ist so. Dual-Waren, die Frage war Dual-Waren. Ja, kann ich was zu sagen? Es ist, im Prinzip hat man eine neue Netzwerkkarte. Ja? Man definiert Gateway-Gruppen. Und dann kann ich sagen, also Dual-Waren heißt nicht, um das vorne wegzunehmen, Dual-Waren heißt nicht, ich bündele 200 Megabit-Strecken auf 200 Megabit. Das geht nicht. Also ich kann entweder Lastverteilung machen, ja, oder ich kann sagen, wenn der eine ausfällt, geht es woanders hin. Ja, ja, also das sind die beiden Varianten, die es gibt. Ja, das funktioniert bei mir hervorragend. Ich habe nie mitbekommen, dass mein Unity Media mal weggefallen ist, weil ich muss halt nachgucken, welche IP-Adresse habe ich gerade. Ja, weil dann ist es alles auf meine 10 Mbit Telekom-Strecke wieder zurückgefallen. Ja, das merke ich halt nur, wenn es langsamer wird. Ja. Man kann auch E-Mails verschicken, das habe ich danach dann auch gemacht. Also man kriegt auch Notifications, wenn dann einer runterfällt. Ja? Konfiguration dafür, eine Stunde, wenn ich bei Null anfange. Damit habe ich aber so schon das Handbuchlesen jetzt da reingerechnet. Also wirklich bei Null. Ja, also ich rufe YouTube auf und sage, pfSense Dual WAN. Also dann von da aus brauche ich ungefähr eine Stunde. Ja? Wenn ich langsam bin und jedes Video bis zum Ende gucke mit allen Werbungen. Ja. Eine kurze Frage. Ist es relativ einfach, bei einer Benutzerauthentifizierung das an den LDAP anzuschließen? Also quasi jetzt für die Firma. Also, wir haben derzeit pfSense. Ja. Wir haben IPFire derzeit und die Überlegung ist, in pfSense quasi umzustellen. Und um die ganzen Benutzer Authentifizierung zu machen, wie einfach ist das, an den LDAP anzuschließen? Also LDAP und einfach sind für mich Begriffe, die passen nicht so richtig zusammen. Das sind so Sachen, die werden uns vorgegeben. Nein, schon nicht. Also, er sagt 5 Minuten. Ich hab Radios genommen. Ja. Beim LDAP werde ich wahrscheinlich mehr Gedanken über den LDAP-Query machen und diesen Aufbau von dem Search-String. Ich glaube, das geht recht einfach. Also ich habe keine Erfahrung, er sagt 5 Minuten, deswegen nehme ich mal an, einfach. Man ist natürlich die Frage, will ich wirklich mein Unternehmens-LDAP an eine Firewall anbinden? Da würde ich mir nochmal Gedanken machen. Das ist nicht das Unternehmens-LDAP, das ist halt ein gesondertes Extra. Gut. Also, aber es geht, ja. Obwohl ich jetzt wirklich sagen müsste, wirklich, ob ich für eine Firewall meine 10 Administratoren in LDAP packe, dann könnte ich auch die interne Nutzerverwaltung nehmen, aber politisch, ich weiß. Ich kann sie auch wiederholen. Das ist übrigens noch ein sehr wichtiges Feature. Es gibt auch eine interne Datenbank, die zum Beispiel für das Captive Portal verwendet werden kann, und dann braucht man überhaupt keinen Radius oder irgendwas. Ja. Also, wie gesagt, es gibt eine interne Sache. Wenn ich Radios dazu benutze, um meine WLAN-Access-Points zu machen, dann ist es natürlich auch schlank, dann das auch mitzubenutzen für den Zugang darauf. Ich persönlich würde jetzt momentan sagen, im Home-Bereich, ja, die 2 Nutzer, die ich da jetzt auf die Firewall lasse, die kann ich auch in die interne Datenbank, Nutzerverwaltung der pfSense reinschmeißen. Ja. Aber politisch kann das anders sein, ja. Ja, meine Firewall. In der Familie geht es vielleicht, aber in der Firma hat man das Blöde, dass die, wenn man die interne Datenbank will. Passwörter in Klartext, ich habe nichts gefunden, dass man die irgendwie verschlüsseln könnte, bloß einen Hash speichert. Richtig, also die offensichtlich sind die Datenbank, die Kennwörter im Klartext, aber ich muss schon, glaube ich, Konsolezugriff haben, um da hinzukommen. Nö. Da und da. Da gibt es irgendein Tab, die sieht man da. Ich gucke immer nach, wenn einer fragt, was ist denn mein Passwort? Da muss er den Leuten sagen, nimm nicht das Passwort, das du irgendwo anders hast,
Und dann vergessen die das. Und dann kann das jemand bestätigen? Ich habe es noch nicht nachgeschaut. Ich kann es nicht glauben, aber ich gucke es mir mal an. Ja, ist okay. So. Traurig, ja, da war. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, die ich nicht gefunden habe. Aber dann würde ich auch über einen LDAP nachdenken, auf jeden Fall, ja. Ja. Gibt es weitere Fragen? Wer ist denn jetzt motiviert, sich das mal anzuschauen? Okay, ein paar Sachen so. Freut mich. Also wirklich, es ist eine einfache Sache, es funktioniert. Es ist aus meiner Perspektive wirklich rock solid. Updates, habe ich nicht drüber gesprochen, funktionieren in der Regel auch einfach so durch. Da gibt es einen Button, wo man dann sagt, muss ein Update machen. Wenn man anfängt, da 7500 Add-on-Pakete zu installieren, dann kann so ein Update mal in die Hose gehen, wie bei allen Dingen. Ja, für den Standard PFSense ist in den letzten 5 Jahren kein Update für mich in die Hose gegangen. Ja, ich nutze keine Sachen wie, da gibt es noch Blocker PNG, da kann ich noch Netzwerkanalyse machen, Deep Packet Inspection, da gibt es also noch Leute, die wollen also noch verhindern, dass irgendwas passiert, wobei ich mir manchmal die Frage stelle, wissen die überhaupt, was das System ihnen sagt? Also können die mit den Antworten überhaupt umgehen, die das System ihnen gibt? Aber anyway, also da gibt es noch einiges mehr. Updates funktionieren in der Regel einfach so durch. Ja. Gut. Dann danke ich für euren Besuch. Hoffe, ihr habt was gebracht. Drückt hier vorne auf den richtigen Button drauf. Wünsche euch noch einen schönen Tag.